Lange galten die Höhen des Nordschwarzwalds als unwirtlich, unzugänglich. Mit dem Bau der Schwarzwaldhochstraße begannen Naturschwärmer in der rauen Natur Erholung und Erbauung zu suchen. Als das deutsche Wirtschaftswunder die Deutschen immer mobiler machte, wurde die älteste Ferienstraße zu ihrem Lieblingsziel, neben Italien. 2 Millionen Besucher zählt die Straße heute, Jahr für Jahr. Es gibt nichts Schöneres, als mit so einem alten Auto, so einem alten VW Käfer hier über diese Straße zu fahren. Ein Traum. 1930 fällt der Startschuss zum Bau der Straße. Ein Projekt, das damals als wagemutig galt. Auch der Name Schwarzwald-Hochstraße, eine Anspielung auf den Pan American Highway, zeugte von hochfahrenden Plänen. Über 80 Jahre später kämpft die Erfolgsgeschichte um ihre Fortschreibung. Tourismus und Naturschutz, nicht immer Freunde, ringen um eine Balance. Um eine Zukunft des Schwarzwalds. Baden-Baden ist das nördliche Portal zur Schwarzwald-Hochstraße. Die elegante Bäderstadt zog in der Belle Epoque die Haute Volée Europas an. Verwöhnte Bankiersgattinnen, liebeskranke Schriftsteller, gelangweilte Adlige befördern das Kurwesen und entdecken die Exotik des Schwarzwalds. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts werden auf den Höhen erste Hotels eröffnet. Sie sind das Leib- und Magenthema von Roland Seiter, dem Pressesprecher der Stadt Baden-Baden. Die Schwarzwald-Hochstraße, die hat mich als Kind schon geprägt. Wir waren oft mit den Eltern am Wochenende oben, mit den Geschwistern, haben gewandert. Ich habe Skifahren gelernt oben an der Schwarzwald-Hochstraße. Diese wunderbare Straße mit den vielen Bäumen, mit dem Mummelsee, all die Dinge, die sind für mich unwiederbringlich ein Stück Heimat. Und jetzt will ich mal schauen, was sich da oben alles tut. Über die berühmte Lichtenthaler Allee geht es den Bergen entgegen. Seiter recherchiert für ein Buchprojekt, die Schwarzwald-Hochstraße zu Urgroßvaters Zeiten. Auf einer Länge von rund 60 Kilometern verbindet sie die Kurstädte Baden-Baden am Fuße des Nordschwarzwalds und Freudenstadt auf seinen Höhen. Gleich hinter dem Baden-Badener Ortsteil Geroldsau arbeitet sich seit das Käfer Willi, Baujahr 1955, nach oben. Bis zum höchsten Punkt am Mummelsee wird er 800 Höhenmeter überwinden müssen. Vor dem Bau der Straße wurde auf dieser Strecke Holz auf holprigen Wegen transportiert. Seiters erstes Ziel ist das Schlosshotel Bühler Höhe. Er will wissen, ob sich seit seinem letzten Besuch an dem trostlosen Schicksal des berühmtesten Hotels an der Schwarzwald-Hochstraße etwas getan hat. Hier ist Weltgeschichte geschrieben worden. Die Bühler Höhe gehörte über Jahrzehnte zu den Top-Hotels in Deutschland. Und inzwischen, es tut sich nichts mehr, sie steht seit Jahren leer. Osteuropäische Investoren, die hier zugange sind, die zweiten inzwischen ohne Plan, ohne Konzept. Es geht nicht weiter. Und wenn die Bühler Höhe in den nächsten Jahren, wenn sich hier nichts tut, dann sieht sie bald so aus wie auf diesen Fotos hier heruntergekommen. Prominente Leute haben sich die Klinke in die Hand gegeben. Gustav Stresemann und Werner Heisenberg atmeten hier tief durch. Goebbels und Hitler hatten einen Auftritt. Gustav Gründgens, Karl Orff und Konrad Adenauer kurten hier nach dem Krieg. Für die Gründerin der Bühler Höhe kamen Glanz und guter Ruf zu spät. Ihr ganzes Vermögen hatte Hertha Isenbart in ein Sanatorium für Offiziere investiert. Einem Schloss gleich sollte es sein. Sie wollte damit ihrem verstorbenen zweiten Gatten, einem Generalmajor, ein Denkmal setzen und sich als geschiedene Frau ein Stück Anerkennung erkaufen. Das misslang. Hertha Isenbart hatte sich finanziell völlig übernommen. Verzweifelt und verarmt nahm sie sich das Leben. Bis in die 1970er Jahre galt die Bühler Höhe als Hotel der internationalen Spitzenklasse. Dann gesellte sich Protz zu altem Reichtum und eine Abwärtsspirale von Pleiten und Rettungsversuchen nahm ihren Lauf.
2010 wurde die Legende abgewickelt. Während die Bühlerhöhe im Dornröschenschlaf versinkt, geht es auf der 3 Kilometer entfernten Badener Höhe sehr lebendig zu. Ich denke, wir kriegen alles drauf. He? Mit Eseln holen Erich Müller und Andrea Jöckel ihre Gäste am Parkplatz an der Schwarzwaldhochstraße ab. Das ist ihr Tribut an den Nationalpark. Autofahrten so weit wie möglich vermeiden. Außerdem lernen die Ankömmlinge gleich den berühmten Westweg, den ältesten Fernwanderweg Deutschlands, kennen. 1900 wurde er von Pforzheim bis Basel ausgeschildert. Damals forderte die Naturfreundebewegung, den arbeitenden Menschen aus grauen Städten den Zugang zur Natur zu erschließen. In Eigenleistung errichteten Karlsruher Naturfreunde 1924 ein Ferienheim, das Andrea und Erich seit einem Jahr betreuen. Komm, alle hopp! Wir haben unser Leben radikal verändert. Ja, und irgendwann muss man die Entscheidung treffen, irgendwie dem Leben was zurückzugeben. Ja, wir waren beide so in der Automobilindustrie beschäftigt. Ich war so in der Entwicklung für Autosysteme und ähnliches. Ich war in der IT sehr lange und bin dann in die Organisationsentwicklung, bin zertifizierte Projektmanagerin. Und jetzt machen wir hier Projekte im Nationalpark. Diese jungen Leute sind stolz, beim Young Explorer-Programm des Nationalparks dabei zu sein. Begleitet von Profis haben sie Abenteuer in der Natur erlebt und sich als Gruppe ausprobiert. Erlebnisse, die mit der Kamera festgehalten wurden. Ihr Ziel ist es, den Schwarzwald mit jugendlicher Neugier zu präsentieren, aus neuen Blickwinkeln. Ihre Videos sollen das Image des Schwarzwalds als verstaubtes Rentnerparadies aufpolieren. Wer in der Badener Höhe dünnen Hagebuttentee und Dosensuppe mit Würstle erwartet, wird positiv enttäuscht. Alles wird hier frisch zubereitet. Käse, Wurst und Fleisch kommen von Bauern aus der Region. Jeder ist hier willkommen. Gleich welcher Herkunft und Kultur. Das gehört zur Tradition, zum Credo der Naturfreunde. Wir kochen alles selber, wir meiden Zusatzstoffe, viele Sachen sind auch ökologisch und wir wollen damit, das ist unser Beitrag einfach zum Klimaschutz. Ja. Da geht es hier gar nicht ums Geld verdienen. Wir sind hier sowieso gemeinnützig unterwegs und wie gesagt, Gewinnorientierung steht für uns überhaupt nicht im Vordergrund, sondern einfach die Möglichkeit zu schaffen, dass auch Leute und Familien einfach kommen können, die jetzt nicht so stark finanziell die Möglichkeit haben, mal Urlaub zu machen. Und das kann man hier jetzt ganz toll bei uns auch tun. André und Erich haben noch viele Pläne. Im Garten wollen sie einen Bienenstock aufstellen, damit Kinder verstehen, wo der Honig herkommt. Geführte Wanderungen soll es geben. Programmangebote für drinnen und draußen. Denn nicht immer ist Wandertag. An der Schwarzwaldhochstraße herrscht ein ganz eigenes Mikroklima. Während in Baden-Baden die Sonne scheint, können hier die Gipfel im Nebel versinken. Und urplötzlich wird es ganz schön kalt. Aber es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Für Roland Seiter und seinen Willi ist es ein Katzensprung von einem Luxushöhenhotel zum nächsten. Der erste Abschnitt der Schwarzwaldhochstraße wurde am 8. November 1930 freigegeben. Aber dann braucht es noch über 30 Jahre, bis in ihrer heutigen Gestalt komplett befahrbar war. An der Kreuzung nach Bühlertal liegt das Kurhaus Sand. Wie die meisten Hotels ist es aus einem Wirtshaus für Holzarbeiter und Fuhrleute hervorgegangen. Seine Blütezeit ist längst vorbei. Eigentümerin heute ist die Kurhaus Sand GmbH, die personell mit der Stiftung Paradiesbau auf Erden verquickt ist.
Diese hat sich die Rettung des Weltklimas durch Aufzucht und Anpflanzung hochwachsender Bäume auf die Fahnen geschrieben. Die Rettung des Hotels Sand scheint allerdings in weiter Ferne. Dafür stehen Setzlinge von Mammutbäumen und Königseukalyptus zum Mitnehmen bereit. Das Problem all dieser legendären Hotels: Als die Deutschen in den 1960er Jahren die Ferienziele im Süden entdeckten, reagierten die hiesigen Hoteliers nicht auf die veränderten Bedürfnisse. Investitionen blieben aus. Ja, das ist der Sand in den 1950er Jahren. Ein prachtvolles Gebäude. Schauen uns den Sand an. 1920er Jahre. Damals eins der ersten Häuser oben an der Schwarzwaldhochstraße. Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Ja, wenn man den Sand heute von außen sieht, denkt man, ganz schön runtergekommen. Innen wird es wohl ähnlich aussehen, aber weit gefehlt. Innen ist der Sand sehr gut erhalten. Wenn man da reinkommt, fühlt man sich wirklich ins 19. Jahrhundert zurückversetzt. Das Jagdzimmer, eigentlich ist es unfassbar, dass es von innen noch so gut aussieht. Kaiserin Sisi von Österreich, die Elisabeth von Österreich, hat hier Tage verbracht. Auch hier die ganzen Details, die Jagdtrophäen, alles noch erhalten. Der letzte Gast im Sand hat 1994 seine Koffer gepackt. Der Sandsee ist eine kleine Attraktion hier im Schwarzwald. Liegt etwas versteckt unterhalb des Kurhaus Sand, aber die Gäste vom Kurhaus Sand sind gerne hier hingekommen. 1933 ausgebaut durch den Reichsarbeitsdienst. Man ist schwimmen gegangen in diesem kalten Wasser. Mir wäre es zu kalt gewesen. Auch jetzt im Sommer ist hier vielleicht 12 Grad oder so. Da stand ein Kiosk, es gab einen Bootsverleih. Aber enorm, was hier los war. Heute unvorstellbar. Heute liegt er ganz ruhig, fast schon verlassen hier. Und da sieht man die vielen Menschen früher. Wir hatten Decken dabei, kleine Liegen dabei. Das Badeparadies von damals dient heute als Wasserspeicher für die Kunstschneekanonen am Meliskopf. Dort ist auch im Sommer Betrieb, auf Downhill-Cars den Hang hinunter. Das ist die neueste Errungenschaft des Meliskopf-Freizeitzentrums. Eine Geschäftsidee, die helfen soll, die Liftanlagen auch im Sommer zu nutzen. Die Aufgabe ist ein bisschen fies. Mal geht's hoch, mal geht's runter. Ronny Limp hat hier als Aushilfe angefangen. Heute ist er Geschäftsführer und betreut gerade Gäste im Klettergarten. 5 Parcours führen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden durch die Baumwipfel. Der Freizeitpark ist eines der beliebtesten Ziele an der Schwarzwaldhochstraße. Wir brauchen das Sommergeschäft auch, weil die Winter einfach merklich immer kürzer werden. Wir haben zwar immer ein paar Wintertage, aber die reichen einfach nicht mehr, um die Kosten vom ganzen Jahr zu decken. Deshalb sind wir schon stark jetzt mittlerweile auf Sommergeschäft angewiesen. Wir werden das auch nach und nach ausbauen. Wir wollen zwar kein riesen Freizeitpark sein, sondern einfach das Naturverbundene noch behalten, einfach Sport in der Natur machen. Und dadurch, dass die Winter halt schlechter werden, müssen wir einfach gucken, dass es da immer weiter vorwärts geht. Hauptattraktion ist die Sommerbobbahn. Auch bei arabischen Gästen, deren Besucherzahlen sich in den letzten Jahren vervielfacht haben. Wie bei Touristen aus China, Indien und Israel auch. Nur mit Wanderern und Naturfreunden allein kann der Schwarzwaldtourismus nicht überleben. Der Freizeitpark muss immer wieder neue Anreize schaffen. Wärmere und regenreichere Winter machen den Betreibern Sorgen. Glauben tue ich persönlich natürlich auch daran, dass es schon mit dem Klimawandel zusammenhängt. Es wird einfach merklich immer wärmer. Gerade im Dezember in den Weihnachtsferien, auf die wir ganz stark angewiesen sind, hatten wir jetzt schon in den letzten 4 Jahren gar keinen Schnee mehr, keinen Naturschnee mehr und konnten eigentlich auch fast überhaupt nicht fahren über Weihnachten. So ab Januar wird es dann schneesicher, momentan noch. Mal schauen, wie viele Jahre das noch hebt, dass das dann auch wirklich so ist, dass wir die Fasnachtsferien mitnehmen können. Aber das hauptsächliche Geschäft wie Weihnachten, das ist jetzt einfach schon mehrere Jahre flach gefallen. Anfang der 1930er Jahre war der Klimawandel kein Thema.
Am Bahnhof Bühl kamen Massen an Brettlehupfern aus den Großstädten Mannheim, Karlsruhe und Straßburg an und wollten hoch in die Skigebiete an der Schwarzwaldhochstraße. Es gibt die ersten motorisierten Schneepflüge, die den gerade fertiggestellten Abschnitt zum Kurhaus Hunseck freiräumen. Alles wird getan, damit das Wintergeschäft floriert. Skifahren wird zur Trendsportart. Der Skiclub Schwarzwald veranstaltet Kurse und organisiert Unterkunft in einem der Höhenhotels. Die Hoteliers hatten ein großes Interesse, die Gäste hier oben gut und schnell hinzubringen. Auch die Kraftpost, die die Gäste beförderte. Es waren tolle, mondäne Häuser. Da war richtig was los. Die Hotels wurden größer, es gab Anbauten. Viele wollten hier hoch. Es war modern, es war in, hier den Wintersport zu verleben. Keine Lifte, keine plattgewalzten Pisten, Schuss-Bumm-Technik und viele Hindernisse. Ein Hotspot waren die Hänge beim Kurhaus Hunseck. 1905 hatten dessen Betreiber eine große Waldfläche für einen Schneeschuh-Sprunghügel abgeholzt. 1927 wurde daraus eine moderne Schanze. Sprungweite? Rund 30 Meter. Schon in den 1930er Jahren herrschte Parkchaos an der Schwarzwaldhochstraße. Und das Geschäft brummte im prachtvollen Kurhaus Hunseck. Um die Jahrhundertwende hatte es der Baden-Badener Architekt Wilhelm Vitali geplant. Gut, dass ihm solche Bilder erspart blieben. 2010 tobte Sturmtief Carmen im Nordschwarzwald. Danach mussten einsturzgefährdete Teile des Anwesens abgerissen werden. Aber das Siechtum des Hotels hatte schon vorher begonnen. Türkische Investoren hatten es ersteigert und wollten daraus ein Tagungshotel mit 50 Zimmern machen. Statt Umbauten gab es Zwangsversteigerungen und kein Fortkommen. Da sind jetzt noch Fotos von der Hunseck, wo wir uns gerade befinden. Muss Wahnsinn gewesen sein. Früher, da hat es gelebt hier. Und wenn man sieht, wie mondän dieses Gebäude früher war, wie toll das gewesen sein muss, und heute sieht, wie es aussieht, es ist ein Riesenjammer. Nichts für Warmduscher. Frisches Quellwasser speiste das Freibad des Kurhotels Hunseck auf 900 Metern Höhe. Es war die Zeit der Leibesertüchtigung und Wettkämpfe. Kraft durch Freude. 1936 startete am Kurhaus Hunseck das Gertelsbach-Motorradrennen. Von der Schwarzwaldhochstraße ging es ins wilde Gelände. Das gibt schon lange nicht mehr und wäre mit dem heutigen Naturschutzgedanken auch nicht vereinbar. Das Schöne, zum Beispiel wie heute Morgen, wo es noch ein bisschen feucht ist und so, das ist eigentlich, dass man die ganzen Gerüche, die Eindrücke, die man von außen bekommt, viel näher hat wie im Auto. Und das ist eigentlich das, was Motorradfahrer für mich ausmacht. Sei es der Wind, sei es auch Regen oder Sonne, die Beschleunigung vom Fahrzeug, das ist alles viel intensiver. Seine Lieblingsstrecke ist auch sein Hauptarbeitsplatz. Polizeioberkommissar Christian Beer auf Streife. So leidenschaftlich, wie ich Motorrad fahre, so leidenschaftlich bin ich auch Polizist. Die Schwarzwaldhochstraße ist halt eine der
unfallreichsten Strecken in Baden-Württemberg. Und wir als Polizei haben eigentlich die Aufgabe, Unfälle zu verhindern und präventiv tätig zu werden. Und das machen wir auch, indem wir uns immer wieder zeigen, auch an so Tagen wie heute. Es ist eigentlich immer das gleiche Phänomen. Das ist die Selbstüberschätzung, die mangelnde Fahrpraxis und die Unkenntnis mit dem viel zu schnellen Motorrad. Am Wochenende, wenn man hier oben ist, hat man Fußgänger, man hat viel Ausflugsverkehr, langsame Fahrzeuge. Und dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie man dann hier oben übers Doppelte der angeordneten Geschwindigkeit fahren muss. Also das sind so Sachen, das kann man nicht nachvollziehen, absolut nicht. Die Polizei setzt hier auf Laserkontrolle und zieht die Raser gleich aus dem Verkehr. Guten Tag, Verkehrskontrolle. Motoren mal abmachen, Helme abziehen. Durch ihre Helme sind Motorradfahrer quasi vermummt und auf Radaraufnahmen meist nicht zu identifizieren. Ein weiteres Problem ist der Lärm. Immer mehr Motorradfahrer sind auf hochgerüsteten PS-Monstern unterwegs. Wird kontrolliert, genügt ein Schalterdruck und die Auspuffanlage klingt moderat. Gut, gucken wir das Motorrad noch an. Also fangen wir an mit der Technik. Die Biker sind gut vernetzt. Sobald eine Polizeistreife zu sehen ist, wird per Smartphone gewarnt. Immer mehr Anwohner, Besucher und Umweltschützer fordern, dass die Schwarzwald-Hochstraße für Motorräder gesperrt wird. Vor allem an Wochenenden, wenn der Verkehr mal wieder zu kollabieren droht. Der Mummelsee. Im Volksmund auch Rummelsee genannt. Weltweit wird er als das Schwarzwald-Idyll vermarktet. Es gibt Pläne, den kleinen Kasee und die Hornisgrinde mit einer Seilbahn zu verbinden, damit die Massen möglichst bequem auf den höchsten Berg im Nordschwarzwald kommen. Pfingsten 1934. Die Segelfliegergruppe Mittelbaden bringt ihre fliegenden Kisten an den westlichen Steilabfall der Hornisgrinde. Dort werden sie mit Gummiseilen in den Himmel katapultiert. Die Segelflieger sind die Kampfflieger von morgen, tönte die NS-Propaganda damals. Der beste Nachwuchs für die beste Luftwaffe der Welt. 1938 wurde die Hornisgrinde zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Ab 1942 richteten schwere Flugabwehrstellungen ihre Geschütze gegen den Himmel. Mit dem E-Bike über Schwarzwald-Hochstraße und Waldwege hoch zum Naturschutzzentrum Ruhestein. So beginnt der Tag von Kerstin Musso, wenn das Wetter mitmacht. Kerstin hat ihren Traumjob gefunden. 6 Jahre lang war sie freiwillige Rangerin. Nun ist sie beim Nationalpark Schwarzwald fest angestellt. Also ich glaube, ich habe den schönsten Weg zur Arbeit, den man nur irgendwie haben kann. Ich kann morgens schon aufs Rad steigen, bin ausgepowert, gut erholt, gut gelaunt, wenn ich hier oben ankomme und freue mich dann einfach drauf zu arbeiten. Kerstin hat früher als Erzieherin gearbeitet. Davon profitiert sie, wenn sie Gruppen von Junior-Rangern im Bannwaldgebiet Wilder See mit ihrem Kollegen Charlie Ebel anleitet. Hier ist ein Pilz, der aus dem Stamm hier rauswächst. Und dem solltet ihr alle mal riechen. Probiert einfach mal, wie der riecht. Nele, fang mal an. Riech mal dran. Na, was riecht's? Was hast du gerochen, Nele? Honig und Blüte. Ja, das ist mir nicht schlecht. Ja, sieh das. Also ich finde auch eher so nach Honig und Blüte hat sie recht. Irgendwie so ein Parfüm, wo Honig und Blüte irgendwie drin ist. Okay. Ja, der Pilz riecht wirklich nicht wie ein andere Pilze, sondern der riecht nach Fenchel und heißt deswegen auch Fencheltramete. Das ist die Gruppe, zu der gehört, die Trameten und eben die Tramete, die nach Fenchel duftet. Über 100 Kinder und Jugendliche zwischen 5 bis 12 Jahren nehmen an den Junior-Ranger-Programmen teil. 5-mal im Jahr treffen sie sich zu Exkursionen in die unterschiedlichen Gebiete des Nationalparks
um Flora und Fauna zu erkunden. Ein so ein grünes, grüner Punkt. Nur einer, okay. Und obendrauf, das ist die Frucht von der Flechte. Guck mal, und wenn sie dann verblüht ist, sozusagen, wird sie so braun. Die Idee des Junior Ranger Programms ist, dass vielleicht der ein oder andere Jugendliche später einmal die Arbeit im Nationalpark unterstützt. So. Jetzt wollen wir mit euch eine Übung wieder machen, die kennt ihr schon. Und zwar ist es unsere Sitzplatzübung. Und hört ihr mal einfach, was sich hier vielleicht alles so bewegt und wie viele Stimmen ihr hört und was man überhaupt so wahrnehmen kann. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Dieser Gedanke von Antoine de Saint-Exupéry begleitet die Arbeit von Kerstin und Charlie. Nur wenn ich meine Sinne wieder genau einsetze und mich nicht ablenken lasse von anderen Dingen, kann ich auch das Wesentliche und das noch so Kleine in der Welt wahrnehmen und entdecke auch erst die kleinen Feinheiten. Ich muss mir aber dafür Zeit nehmen und ich muss auch wieder die Geduld mitbringen und mich nicht immer von schnelllebigen Bildern leiten lassen. Oder da, wo ein Ast abgebrochen ist, wo dann sich die Insekten einnischen, das sind ja einige hundert Insektenarten, Spinnenarten. Das Gebiet um den Wilden See haben weitsichtige Forstleute vor 100 Jahren der menschlichen Nutzung entzogen und so das älteste Naturwaldreservat im Land geschaffen. Es bildet das Herz des neu gegründeten Nationalpark Schwarzwald. Und wie alt schätzt du den Baum als alter Förster? Ich will das gar nicht. Das ist kein Förstertanne und kein Försterbaum. Der ist gerade gewachsen. Sieht immer noch gleich aus. Die gleich. 100 Quadratkilometer Wald. Zwischen Schwarzwald-Hochstraße und Murgtal sollen wieder Wildnis werden. Dank Wegbereitern wie Walter Trefz und Nationalparkleiter Wolfgang Schlund. Aufgerüttelt hat sie das Sterben der Wälder in den 1980ern. Ein Flecken Berglandschaft oberhalb der Schwarzwaldhochstraße ist dafür zum Symbol geworden. Der Katzenkopf, ein nach Westen vorgeschobener Buckel, der besonders stark den Abgasen der Industrien von Kehl und Straßburg ausgesetzt ist. Sturm hatte hier ein paar Lücken gerissen, dann aber starb der ganze Wald innerhalb von 3 Jahren. In 5 Jahren, so die durchaus mögliche Horrorvision, könnte der Schwarzwald so in vielen Höhenbereichen aussehen. Diese Bilder schockierten die Republik. Die neu entstandene Umweltbewegung protestierte mit Waldbauern und Forstwissenschaftlern. Vorne dabei Walter Trefz, der rebellische Förster aus Freudenstadt. Genau in dieser Zeit, als man die Luft benutzt hat als billiges Transportmittel, um seinen Abfall loszuwerden, hat man zurückgefunden zu einer ganz anderen Ansicht, auf gleicher Ebene respektvoll zusammenzuarbeiten, der Mensch mit der Natur und nicht gegen die Natur. Jetzt kann man sagen, vielleicht schade, dass man solche Meilensteine braucht, dass es nicht durch das Bewusstsein von sich kommt, aber es waren ganz entscheidende Punkte. Die Waldsterbensdiskussion, Tschernobyl, Lothar, der Orkan Lothar, das waren alles Punkte, die dazu beigetragen haben, dass auch hier das Bewusstsein gereift ist, ein Nationalpark bei uns in Baden-Württemberg wäre ein wichtiges Naturschutzinstrument. Guck, na hat das Waldsterben doch etwas Gutes gehabt. Ja, hat er was Gutes. 2014 ist der Nationalpark Schwarzwald eröffnet worden. Anfangs kam heftiger Protest aus den Umlandgemeinden. Heute gibt der Nationalpark Impulse für einen naturverträglichen Tourismus. Mit dem Regiobus reist Familie Bold aus Aachen zu einer Trekkingtour an. Ich freue mich auf Schlitten und ich freue mich auf alles. Ja, und dass wir heute Abend auch zelten, das finde ich auch richtig cool. In der Wildnis habe ich noch nie gezeltet. Ich freue mich schon aufs Grillen und aufs Zeltaufbauen. Die Bolls passen zum neuen Bild des Schwarzwaldtourismus. Sie sind jung,
stehen für die Lust am Wandern und suchen das Abenteuer in der Natur. In den letzten Jahren ist die Zahl der Gäste an der Schwarzwald-Hochstraße zwar um ein Viertel gestiegen, doch kommen die wenigsten wie die Beuls für eine längere Tour. Es fehlt an Wertschöpfung, an guten Restaurants und an modernen Hotels. Dabei bietet der Nordschwarzwald Highlights wie die Allerheiligen Wasserfälle. In 7 Stufen fallen sie über 60 Meter in die Tiefe. Es wird noch einiges Wasser herunterrauschen müssen, bis sich herumspricht, dass Abenteuer nicht in Südamerika oder in Nepal zu erleben sind, sondern auch um die Ecke, im Nationalpark. Die Beuls möchten im Wald übernachten. Früher war Wildcampen strengstens verboten. Jetzt bietet der Nationalpark ausgewiesene Trekking-Camps. Wasser und Verpflegung müssen mitgebracht und Müll wieder mitgenommen werden. Nach der langen Bahn darum muss ich mich erstmal ausruhen. Oh ja, so abtrinken. Ja. Kommt mega. Komm, ich baue mein Zelt auf. Ja, komm. Die Kids werden im Zelt schlafen, die Eltern davor im Schlafsack. Für die Kinder verspricht das ein einzigartiges Erlebnis, ohne dass die Familie in den Flieger steigen und zu fernen Zielen reisen muss. Da war einer. Von der Ecke. Das war immer so. Also es sind jetzt hier eh nicht so gefährliche Tiere und ein Zelt ist ja auch nochmal ein bisschen anders, als wenn man jetzt direkt unter freiem Himmel schlafen wird. Und es ist nicht so die Angst, sondern einfach das schöne Gefühl, mit der Natur so verbunden zu sein. Einfach mal nur lasst es zur Ruhe kommen. Hier sind auch keine so gefährlichen Tiere, aber ich finde es auch schön, dass wir die Tiere hören. Ja, mega cool. Einfach ohne Handy, ohne alles. Nur mit Zelt oder vielleicht auch unter freiem Himmel übernachten. Und ich finde es halt cool mit den Bäumen. Mit dem Nationalpark hat eine neue Ära an der Schwarzwald-Hochstraße begonnen. Ein Kapitel ihrer Geschichte jedoch ist längst in Vergessenheit geraten. Roland Seiter ist zwischen Alexanderschanze und Ruhestein unterwegs. Die Straße verschmilzt hier förmlich mit der Landschaft. Eine Meisterleistung ihrer Planer. Wunderschön, wie sich die Straße hier zwischen den Bergen durchschlängelt. Macht viel Spaß zu fahren, aber wenn man eben weiß, für was sie gebaut wurde. Im Dritten Reich diente ein Teil der Schwarzwald-Hochstraße dem Zugang zu den Flugabwehrkanonen der Luftverteidigungszone West sowie dem Führerhauptquartier Tannenberg. Seiter ist im Stadtgeschichtlichen Institut Bühl verabredet. Archivar Patrick Götz hat ein Paket zugeschickt bekommen. Mit Fotos und Alben aus dem Nachlass des Baumeisters Gottfried Kastel, der von 1938 bis 1941 dem Baubüro Schwarzwald-Hochstraße zugeteilt war. Tolle Bilder. Man sieht die Baumaschinen, man sieht die eigentlichen Bauarbeiten. Mit schwerem Gerät und einer dampfgetriebenen Feldbahn wurde die strategische Straße vorangetrieben. Bis zu 1200 Arbeiter schufteten mit Spitzhacke und Schaufel. Die meisten waren Beschäftigungslose, zugeteilt von der Arbeitsverwaltung Mannheim. Einheimische Betriebe wurden beim Bau der Stützmauern eingesetzt, da sie mit Naturstein umzugehen wussten. Das Beste bei der ganzen Sache ist eigentlich, er hat es nicht nur fotografisch festgehalten, er hat auch seine eigenen Texte dazu geschrieben. Mit einer schönen Handschrift. Mit einer schönen Handschrift. Wie durch ein Wunder hat es bei dem eigentlichen Mauerbau keine Toten gegeben. Nur bei der Herstellung der Straße hinter der Mauer wurde ein Mann beim Schmieren eines Baggers zerquetscht. Also toll, das sind Informationen, die stehen sonst nirgendwo. Das Wetter beim Bau war denkbar schlecht. Regen, Nebel, Schnee und wieder Regen. Wochenlang kein Sonnenstrahl. Die Arbeiter murrten.
kein Wunder bei den Bedingungen. Ja, die Arbeiten hatten den schwersten Teil zu schaffen. Tag und Nacht, sonntags wie wochentags, in Sturm und Regen, in Schnee und Schlamm. Das sagt eigentlich alles, wie hart die Herstellung dieser Straße eigentlich war da oben. Teilweise auf 1000 Meter Höhe. Ne? Ja. Die Luftverteidigungszone West. Flakbatterien im Rückraum des Westwalls sollten feindliche Fliegerverbände abwehren. So, dann schreibst du das bitte auf deinen Plan und dann komme ich zu dir rüber. Mit seinen Kindern dokumentiert Ingenieur Friedrich Wein, was vom Führerhauptquartier Tannenberg geblieben ist. Sie wollen Spuren sichern gegen das Vergessen. Adolf Hitler weilte dort einmal, im Sommer 1940, mit 1000 Mann Gefolge. Er unternahm Ausflüge zu Kampfstätten im Elsass, sichtete Propagandafilme, empfing eine Gruppe Arbeitsmeiden. Großer Bahnhof. Danach verlor das Führerhauptquartier Tannenberg seine Bedeutung. Die strategische Lage hatte sich geändert. Dies sind einige von vielen tausend Denkmalen, die uns das Dritte Reich und der Krieg hinterließen. Bunker, die dumpfen Höhlen des Zweiten Weltkrieges. Nach dem Krieg von den Besatzungstruppen gesprengt. Grabsteine des tausendjährigen Reiches im Schwarzwald. Die Soldaten von heute jedenfalls wollen die Überreste des Krieges jetzt endgültig beseitigen. Das kleine Schwarzwald-Gasthaus muss gepolstert werden, denn nebenan wird die Sprengung vorbereitet. Deutsche Fallschirmpioniere, aber auch Amerikaner und Franzosen sind hier am Werk. Und gemeinsam geben Soldaten einer kriegerischen Landschaft wieder ein ziviles Gesicht. Das ist selten. Die Sprengpatronen werden eingelegt. Achtung, Achtung! Wir bitten, das Sicherheitsgebiet zu räumen. Die Sprengung findet in wenigen Minuten statt. Die Schwarzwald-Hochstraße wird gesperrt. Das Zündaggregat wird aufgezogen. Wenige Sekunden vor der Zündung. Wo früher Soldaten die Stellung hielten, weiden die Schafe von Ute Svensson. Von Juni bis Oktober fährt sie von ihrem Betrieb in Baden-Baden auf die Berghöhe. Seit 20 Jahren zieht sie mit ihrer Herde die Schwarzwald-Hochstraße entlang und schützt so die Grindenlandschaft bei Wind und Wetter. Schäferei ist heute ein hartes Brot. Importiertes Lammfleisch macht die Preise kaputt. Für die Beweidung der kargen Heiden wird Ute Svensson bezahlt. Diese Einnahmen helfen ihr, den Betrieb über Wasser zu halten. Für die Wolle bekommt sie schon lange nichts mehr. Die Grinden sind eine europaweit einzigartige Kulturlandschaft. Nahezu baumfreie Feuchtheiden, in denen das Auerhuhn zu Hause ist. Sie entstanden, als Talbauern früher Rinder und Ziegen hier oben weiden ließen. Heute verhindern Svenssons Schafe, dass Pfeifengras und Buschwerk die Heiden an der Schwarzwaldhochstraße überwuchern. Die Schwarzwaldhochstraße ist für mich eher so zwiespältig. Einerseits hat sie ja wunderschöne Aussichten, die sie bietet. Andererseits für mich dieser starke Verkehr. Und das heißt, ich muss da unheimlich aufpassen, dass also meine Herde nicht auf die Straße kommt. Oder wenn ich sie überqueren möchte, ist das schon ein größeres Unternehmen. Und auch oftmals muss ich auch mal die Sicherheitszäune an der Straße stecken. Und dann diese Geschwindigkeit, mit der vorbeigefahren wird, empfinde ich schon als unangenehm. Was dazu kommt, ist schon dieser Lärmpegel. Das finde ich eigentlich schade, weil es ist, wenn man mal eine Stille hat und einfach mal diesen Wind durch die Bäume rauschen hört, das ist was ganz Besonderes eigentlich. Und es wird oft zunichte gemacht durch diesen Verkehrslärm. Und das widerspricht eigentlich dem, was man hier oben eigentlich findet. Ja, man hat ja immer das Gefühl, man ist ein Stück näher am Himmel und es geht dadurch verloren. Roland Seiter hat den Wagen gewechselt. Hans-Jörg Willig nimmt ihn in seinem Sportwagen, einem Morgen, mit. Beide Männer engagieren sich im Verein Kulturerbe Schwarzwald-Hochstraße. In Freudenstadt haben sie ein Date mit einem Gleichgesinnten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die Schwarzwaldhochstraße erst in den 1960er Jahren durchgängig befahren werden. Deutsche Pioniere hatten sie auf ihrem Rückzug durch Sprengungen unpassierbar gemacht. In Freudenstadt, am Endpunkt der Schwarzwaldhochstraße, hatte die französische Armee 3 Wochen vor Kriegsende ein Trümmerfeld hinterlassen. Der historisierende Wiederaufbau brachte ein Stück altes Flair zurück. Dazu gehören auch die vom Krieg verschonten Grand Hotels an der Lauterbadstraße. Ja, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Auch Siegfried Schmidt engagiert sich für die verlassenen Luxusherbergen. Um das Schlimmste zu verhindern, flicken engagierte Bürger des Freudenstädter Vereins für Kulturdenkmale das Dach des Grand Hotel Waldlust und suchen zu seiner Rettung einen Investor. Einst residierte hier der europäische Hochadel, berühmte Schriftsteller und Filmsternchen aus Hollywood. In ruhiger Lage im eigenen Rosenpark, repräsentativ und weltbekannt, ein Hotel internationaler Klasse, das Lutz Hotel Waldlust. Hier weiß man die Wünsche des Gastes zu erfüllen, noch ehe er sie ausgesprochen hat. Ferientage sind hier festliche Tage. Die junge Bundesrepublik brachte den Hoteliers an der Schwarzwaldhochstraße die goldenen Zeiten für ein paar Jahrzehnte zurück. Im Kino ließ das Schwarzwaldmädel den Krieg vergessen. Tannen und Bergwiesen versprachen heile Welt. Mit dem Wirtschaftswunder konnten sich die Deutschen Ferien im Schwarzwald leisten. Und das Kurwesen wurde gezielt gefördert. Eines der Grundübel unserer Zeit ist unsere Lebensweise, die fehlende körperliche Betätigung. Managerkrankheit nennt das der Arzt. Dagegen muss man etwas tun und darum wird man sich der Freudenstädter Kur bedienen. Ein wenig Brunnen am Morgen kann nicht schaden. Ein bisschen ausruhen vielleicht. Ein paar Schritte promenieren in der Wandelhalle. Dann aber geht es ernsthaft los. Richtiges Atmen. Haben Sie gedacht, dass man das auch erst lernen muss in der Atemschule? Die Kurkrise kam in den 1990er Jahren und kostete Millionen Übernachtungen. Auch das Palmenwald, ein anderes Freudenstädter Grand Hotel, ging pleite. Nur als Kulisse der Fernsehreihe Schwarzwaldhof kam es noch zu Ehren. Gegründet hatte das denkmalgeschützte Haus 1895 der Stuttgarter Unternehmer und Sozialreformer Paul Lechler. Ein Juwel, der Speisesaal im Jugendstil. Durch einen bulgarischen Investor eröffnete das Hotel Palmenwald 2010 in neuem Glanz als 4-Sterne-Wellnesshaus. Das Kurhaus Palmenwald ist ja nun schon ein tolles Beispiel, wie ein historisches Hotel in heutiger Zeit wieder aufleben kann und wieder als Hotelstandort funktioniert. Wir freuen uns sehr darüber, dass das Haus hier es geschafft hat, diesen Anschluss zu finden und wünschen uns, dass ein weiterer Anschluss bei dem von uns betreuten Objekt auch passieren kann. Ja, wenn man hier sitzt, das ist ein wunderbares Gefühl zu sehen, wie ein altes Hotel, ein traditionsreiches Hotel, wieder zum Leben erweckt wurde. Und das ist was, was uns Mut macht für die leerstehenden Höhenhotels auf der Schwarzwaldhochstraße. Aber ich meine, hier müsste jetzt einfach die Landesregierung Flagge zeigen und sich engagieren, dass unsere Kulturgüter entlang der Schwarzwaldhochstraße erhalten bleiben und in eine ähnliche Zukunft geführt werden, wie wir das hier an dem Haus jetzt erleben. Nachdenklich machen sich Roland Seiter und Hans-Jörg Willig auf die Heimfahrt. Mit innovativen, unkonventionellen Konzepten wird an der touristischen Zukunft der Schwarzwaldhochstraße gearbeitet. Genauso viel Engagement bräuchte es für eine Zukunft ihres kulturellen Erbes. Konzepte für die Höhenhotels jenseits von Kommerz. Da liegt noch eine kurven- und hindernisreiche Strecke vor ihnen.